Ja, hallo, herzlich willkommen in der Lunchpause. Aber hier geht es, um im Bild zu bleiben, heiß her. If you stand, can't stand the heat, you don't join the kitchen, heißt es, nicht wahr, Herr Tinschert? Herzlich willkommen an alle hier auf dem Blue Rocket Sofa. Das ehemalige rote Sofa der DVZ ist zum Blue Rocket Sofa geworden. Hier stellen wir Innovationen vor, die in allen Teilen der Logistik eine Rolle spielen werden. Und Herr Tinschert, früher MAN, jetzt Rio, auch drei Buchstaben. Rio hört sich schwungvoll an. Herr Tinschert, was verbirgt sich hinter Rio? Naja, Rio ist eine Plattform, die die Digitalisierung in der globalen Supply Chain erleichtert. Sie verbindet die Logistikketten und erlaubt allen Beteiligten eine bessere Einsicht in das, wie ihre Prozesse operationell ablaufen. Und das gilt gerade eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen, die heute ja häufig von der Digitalisierung in der Logistik ein bisschen abgeschnitten sind. Und wir wollen mit Rio eine offene Plattform darstellen, die komplett herstellerunabhängig dafür sorgt, dass man sich mit seiner Flotte, aber mit seinen operationellen Prozessen in eine digitale Welt der Logistik mit einbringen kann. Sie waren ja auch Gast bei uns bei der DVZ vor 4 Wochen beim Digital Day und ich kann Ihnen auch sagen, es gab eine Bewertung der Speaker, unter anderem auch von Ihnen, und die war fantastisch. Man hing Ihnen an den Lippen quasi. Hat das damit zu tun, dass die Lösung, die Sie anbieten, so einzigartig ist oder kommt sie zum richtigen Zeitpunkt? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist Ihr USP, wenn ich das so sagen darf? Ich glaube, dass die Idee einer Plattform, die alle Prozessbeteiligten in der Logistikkette verbindet, eigentlich schon seit sehr, sehr langem da war. Allerdings gibt es da ja immer diese Herausforderung der Technologie, des richtigen Zeitpunkts und natürlich auch irgendwo des Markendrucks. Und wenn Sie heute darüber nachdenken, dass wir über Same-Day-Delivery in einigen Städten über Same-Hour-Delivery sprechen, dann ist es ganz klar, dass das nur funktioniert, wenn Digitalisierung eine Rolle spielt, wenn die Daten ausgetauscht werden, wenn man aus den Silos herausbricht. Und das, glaube ich, ist im Moment so, dass die Stimmung in der Branche, dass viele immer mehr verstanden haben, wir müssen irgendwo zusammenarbeiten, um überhaupt die Logistikkette noch so darstellen zu können. Das ist aber neu, wenn ich das sagen darf. Also Daten austauschen zwischen den einzelnen Playern der Industrie, das kennt man doch so nicht aus der Logistik. Ist das jetzt aus der Not geboren, dass man bereit ist, miteinander zu kooperieren in der Hinsicht oder ist das eine Win-Win-Situation für beide, die sich beteiligen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, dass wir einfach die Notwendigkeit haben, dass die Kundenerwartungen heute so getrieben sind, dass alles immer schneller in kleineren Losgrößen produziert werden muss und dementsprechend auch ein Lieferversprechen zum Kunden umgesetzt werden muss. Und das funktioniert eben nur, wenn Daten ausgetauscht werden. Und die CAP-Branche macht es ja ein bisschen vor. Da bekomme ich 10, 12 Meldungen, ja, wo mein Paket sich gerade befindet. Aber in der Logistik ist ja nach wie vor so, dass die Medienbrüche einfach immer wieder stattfinden. Und das ist eigentlich, glaube ich, etwas, was heute auch die Branche umtreibt, dass wir vom Kunden getrieben werden, diese Transparenz auch in die Logistikkette zu bringen und zu schaffen. Natürlich Datenaustausch immer nur auf dem Niveau, was man auch wirklich tauschen muss, aber ohne wird es nicht gehen in der Zukunft. Und das ist eigentlich, glaube ich, heute bei allen verstanden. Beim Datenaustausch höre ich aus der Industrie immer, es gibt so unheimlich viele Schnittstellen. Und jetzt gibt es da wahrscheinlich wieder eine neue. Und da müssen wir uns wieder irgendwie um IT Gedanken machen und wieder investieren. Das nimmt ja gar kein Ende. Was sagen Sie diesen Menschen? Also der entscheidende Punkt ist, dass wir versuchen, mit Rio eine offene Plattform darzustellen, die insbesondere auch Partner einlädt, sich daran zu beteiligen. Wir sehen, dass wir, wenn wir dann im Frühjahr nächsten Jahres an den Start gehen, hoffentlich 20% der Services selber entwickelt haben, 80% von Partnerlösungen kommen. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass wir dort eine Integration sicherstellen müssen, aber unser Kunde das nicht mehr selber machen muss. Und wenn Sie heute denken, wenn Sie ein Transportunternehmen betreiben, wenn Sie eine Schnittstelle zu Telematik brauchen, zu Ihrem Softwarehersteller, zum Verlader und so weiter, das sind ganz, ganz viele Insellösungen und wir versuchen, dieses Thema zu harmonisieren und dem Kunden dann ohne riesen IT-Projekte einen Zugang zu solchen Informationen mitzugeben. Aber sagen Sie ganz ehrlich, wie viel MAN-Gene sind denn noch in Rio drin?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wir haben natürlich als MAN die große Mutter, Volkswagen-Konzern, auch als übergreifendes Konzernthema. Rio ist eine Marke von Volkswagen Truck & Bus, aber ganz bewusst auch außerhalb der klassischen Nutzfahrzeugentwicklungszyklen gegründet. Wir sitzen in München, in der Parkstadt Schwabing, neben Microsoft, neben Amazon. 30% unserer Mitarbeiter sind MAN-Mitarbeiter, 70% sind von außerhalb. Und das bringt natürlich auch ein Esprit hinein, den wir in der Software und in der IT auch brauchen. Also unsere Entwicklungszyklen sind ausgelegt, dass wir innerhalb von 2, 3, 4 Wochen neue Services an den Start bringen können. Vom Skateboard zum Roller, zum Fahrrad, zum Motorrad. Aber das Skateboard muss schon gut sein. Das finde ich sehr spannend. Wir haben heute Morgen ja auch Herrn Drees von MAN gehört. Ich hatte mit ihm vor einiger Zeit auch ein Interview, wo er mich auch darauf ansprach, auf das Thema, hier haben wir Ingenieure, dort haben wir Entwickler. Wie kann man diese Welten zusammenbringen? Sie haben das gerade so ein bisschen idealtypisch beschrieben. Gibt es da nicht trotzdem Reibereien, die Welt des Ingenieurs und die Welt des, ich nenne es mal IT-Nerds, des Skateboarders? Ja, man muss natürlich eine Balance finden. Und die, ich glaube, beide Welten haben ja auch ihre Berechtigung. Wenn Sie ein Nutzfahrzeug neu entwickeln, etwas herstellen, was wirklich Ingenieurskunst ist, dann muss das natürlich zum Zeitpunkt, wo es an den Markt kommt, so perfekt wie möglich sein. Das Gute bei der Software ist, dass ich halt dort Dinge entwickeln kann und ausprobieren kann und ein bisschen einfacher auch Fehler korrigieren kann, wo ein Kunde uns aufmerksam macht und sagt, das hätte ich gerne anders. Diese Balance zu finden, das ist schon richtig, ist ein Konflikt, ein Zielkonflikt, den wir aber dadurch ein bisschen begleiten, dass wir, die Fahrzeugentwicklung ist ja eigenes Thema, aber das, was wir mit den Services anbieten, ist nur eine Komponente, die kompatibel ist zu den Dingen, die im Fahrzeug verbaut sind. Also damit sind wir zukunftssicher und können auch wesentlich schneller agieren. Wir möchten natürlich trotzdem, dass auch einige unserer Methoden ein bisschen sich reflektieren auf das, was die Fahrzeugkonstruktion angeht und dann ein bisschen Synergien schaffen. Das wäre natürlich toll. Ich habe immer das Gefühl, dass man alles, was mit Startups zu tun hat, was auch mit neuen Technologien zu tun hat in der Logistik, erklären muss. Vielleicht auch länger erklären muss. Könnten Sie jetzt hier ad hoc 15 Sekunden Elevator Speech über Ihr Produkt, über Rio geben, sodass jeder Logistik auf Anhieb versteht, das ist was Fantastisches, das muss ich auch haben? Ich gucke auf die Uhr. Ja. Das Entscheidende bei einer Plattform wie Rio ist, dass man eigentlich sehr leicht daran teilnehmen kann, Daten austauschen, wo es notwendig ist, Veredelungsprozesse mitnehmen, Handlungsempfehlungen aus einer solchen Welt nehmen und damit eigentlich aktiv an der digitalen Logistikkette überhaupt teilzunehmen. Das ist eine Zukunftstechnologie, die sicherstellt, dass auch in zukünftigen Unternehmensentscheidungen man einfach Teil dessen ist, was heute eine globale Supply Chain darstellt. Stichwort Zukunft, ein sehr wichtiges Stichwort, was wir auch uns, wie soll ich sagen, bei Blue Rocket, der Plattform, der Technologieplattform der DVZ auf die Fahnen geschrieben haben. Viele sagen mir, naja, oh Gott, das Rad dreht sich so schnell, wenn wir da jetzt eine Software uns anschaffen, wenn wir uns von mir aus mit Rio zusammensetzen, dann ist das vielleicht für 1, 2, 3 Jahre noch etwa eine stimmige Geschichte, aber in 5 Jahren hat sich das Rad noch viel weiter gedreht, die Welt auch, da müssen wir schon wieder investieren, da müssen wir schon wieder was Neues uns anschauen. Hat das mal ein Ende? Also was sagen Sie diesen Leuten? Also ich glaube, die Welt wird sich immer weiter drehen. Es wird immer Veränderungsprozesse geben. Der Punkt ist, dass man sich möglichst agil um das Thema herum aufstellt, keine Vogel-Strauß-Politik macht und solche Zukunftsthemen ignoriert, sondern sich damit aktiv auseinandersetzt und dann das Beste für die eigenen Abläufe herauszieht. Wir wissen auch noch nicht, wo wir in 2 oder 3 oder 4 Jahren mit Rio sein werden. Wir wissen nur, dass wir die Technologietrends begleiten müssen, dass wir Neuigkeiten mit aufnehmen wollen, aber gleichzeitig die Sachen, die gut sind, auch bewahren. Und das zu verbinden, ist der entscheidende Punkt. Und das gilt genauso für IT-Umsetzungen wie auch für unsere Transportkunden, die halt in ihrem Tagesgeschäft immer wieder sich auf neue Trends einstellen müssen. Verlassen wir die technische Welt, verlassen wir auch die Wirtschaftswelt, gehen wir in die politischen Rahmenbedingungen, mit denen Sie ja sicherlich auch konfrontiert sind. Wir haben jetzt gehört, dass einige Bundesländer bis zum Jahre oder ab dem Jahre 2030 keine Benzin- und Dieselmotoren mehr zulassen wollen. Das sind doch sicherlich auch Dinge, die ganz massiv auf Ihr Geschäftsmodell Auswirkungen haben. Also ist ja gar keine Frage, dass sich Verkehr komplett ändert. Die Urbanisierung nimmt zu.
Die Themen City Logistik, wie wird in der Zukunft in der Stadt etwas ausgeliefert, aber auch wie werden Fahrzeuge zukünftig genutzt. Das Thema Stichwort Shared Economy, dass vielleicht Kapazitäten einfach nur von Zeit zu Zeit genutzt werden, aber gleichzeitig gar nicht mehr im Besitz eines Unternehmens sind. Das sind Veränderungen, denen man sich auch stellen muss. Die Politik macht Vorgaben. Man hat das gehört, was 2030 geplant ist. Naja, wir wollen mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber das Thema zum Beispiel Digitalisierung der Verkehrsstrecken, die verbesserte Nutzung von Infrastruktur, das sind alles Themen, die auch bei Rio eine große Rolle spielen, weil wenn ich Fahrzeuge besser auslaste, wenn ich Zeitfenster besser plane, wenn ich Dynamisierungseffekte nutze, dann kann ich natürlich auch Vorhandenes besser ausnutzen und damit natürlich auch einen volkswirtschaftlichen Effekt erzielen. Der Bundesverkehrsminister wird am Freitag hier sein. Ich glaube, er ist morgen in Brüssel, muss unter dem Stichwort Dieselgate der Kommission Rede und Antwort stehen. Gestern gab es einen Empfang. Sind Sie in Kontakt mit dem Bundesverkehrsministerium, dass er sehr stark auf Digitalität, so heißt es, aus ist und die Logistik in Zukunft eben halt in der digitalen Welt vor allen Dingen sieht? Also wir haben sehr enge Beziehungen zum Verkehrsministerium. Der Herr Dobrindt war auch dabei, als wir im April die European Platooning Challenge in München gestartet haben. Wir wissen, dass die A9 mit dem Digitalisierungsprojekt als Vorzeigeprojekt natürlich sehr nah an München ist und für uns auch eine große Rolle spielt. Also insofern ja, wir sind eng auch mit der Politik dort im Gespräch. Aber am Ende kommt die Synergie eben durch den Dialog. Das eine, was die politischen Vorgaben sind, das andere, was technisch machbar ist. Aber der Kunde definiert auch am Ende, was er für seine operationellen Abläufe braucht. Und ich glaube, der Markt macht einfach im Moment so viele Schritte, dass man sehr, sehr aufpassen muss, dass man da nichts blockiert, sondern das eben unterstützt. Daher ja auch das Thema Rio. Der Fluss in der Logistik muss alles fließen, der Verkehr, die Waren und die Daten. Jetzt haben Sie das Rätsel des Namens des Unternehmens gelöst. Das Blue Rocket Sofa, im Unterschied zum roten Sofa der DVZ, gibt jedem, der darauf sitzt, auch eine Minute Zeit, wie soll ich sagen, Werbung für sich zu machen. Jetzt ist es Ihr Podium, ich schaue genau auf die Uhr und ja, hier, liebe Zuschauer, liebe Gäste, sehen Sie ein Start-up, die Zukunft der Logistikindustrie. Ihr Feld. Prima. Also nochmal, Rio ist eine Plattform, die sich darum kümmert, dass die unterschiedlichen Beteiligten im Transport- und Logistikprozess eine Chance haben, an der Digitalisierung teilzunehmen. Die Losgrößen werden immer kleiner, die Herausforderungen vom Kunden werden immer schneller und Rio schafft eine Plattform, dass man sich sehr, sehr leicht ohne Investitionen an so einem Gesamtsystem beteiligen kann und damit an der Digitalisierung auch als Zukunftsaussicht für das eigene Unternehmen mitgestalten kann. Und der entscheidende Punkt ist dabei, es geht nicht nur um Kostensenkungen, es geht insbesondere auch um Umsatzsteigerungen, um die Erschließung zusätzlicher Potenziale, die durch gesamtheitliche Optimierung einfach entstehen. Dafür steht Rio als offene Plattform, herstellerunabhängig und natürlich aufgebaut, dass insbesondere Partner sich dort mit einbringen. Best-in-Class-Services, das kombiniert zu Handlungsempfehlungen, das wird die Zukunft der Logistik ausmachen. Klasse, vielen Dank. Und ich finde es sehr schön, dass Sie gesagt haben, das ist auch zur Umsatzsteigerung da. Weil viele sagen, naja, Digitalisierung, das ist Logistik 4.0, das ist alles la polar. Ist es nicht. Rio, fantastisch, viel Erfolg. Bin mal gespannt, was so jetzt in den nächsten Wochen, Monaten von Ihnen alles noch kommt. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder hier auf dem Blue Rocket Sofa, nicht wahr? Immer wieder gerne, Herr Ehren. Ja. Und auch Sie, liebe Leser und Zuschauer, Blue Rocket, die Innovationsplattform der DVZ, wird sich auf jeden Fall mit Rio beschäftigen. Und wir werden sicherlich das ein oder andere Interview auch nochmal führen in den nächsten Wochen, Monaten. Erstmal vielen Dank und jetzt haben wir auch wirklich Hunger, ne? Oder? Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir was essen. Jetzt geht's los. Tschüss. Danke. Danke.